Hallöchen, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde League of Legends. Aber diesmal kein Spiel, sondern ein kleines Video, ein kleines Announcement, beziehungsweise einfach nur ein kleiner, sagen wir, Trailer oder Teaser. Und zwar in Vorbereitung auf die Season 7, welche ja gestern, jetzt ist es 1:07 Uhr, also dementsprechend gestern angefangen hat. Und ich werde jetzt anfangen, meine ersten Placement-Matches zu machen. Ein paar Leute von mir sind schon unterwegs. Und ja, bevor wir loslegen, will ich erstmal zeigen, ne, hier, keine Spiele bisher gemacht, null. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe mich eingeloggt und werde jetzt anfangen. Hier nochmal unser Spielverlauf mit unserem schönen Spiel von gestern. Gewonnen. Mit Renekton. 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in Folge gewonnen. Und was uns dann ja Gold 3 beschert hat. Und ich habe mir gedacht, wir nutzen die Zeit jetzt einfach mal. Machen mal 6 Kisten auf. Und werden in der Zwischenzeit einfach noch ein bisschen drüber quatschen. Beziehungsweise gucken, was so passiert. Und wir legen los. Erste Kiste. Und machen auf. Schauen, was drin ist in der ganzen Sache. Yay! Ultra geil. Die ist ultra geil. Die wollte ich schon immer haben. Ja, und jetzt habe ich sie auch. Das ist cool. Beziehungsweise jetzt kann ich sie auch freischalten. Was kostet die eigentlich? Lol, ich habe die schon. Klingen hier drin? Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Morgana spielen mit dem Account. Okay. Oder auch nicht. Ja, gut. Weiter geht's. Ja, also Placement-Matches werden jetzt, wie gesagt, in nächster Zeit erscheinen. Stechender Akali. Ey, Akali soll ja derzeit auch nicht stark sein. Zumindest habe ich letztens erst wieder irgendwo einen Typ gesehen, der Akali maint. Und der ist extrem stark. Und wir hoffen natürlich, nicht zu weit hinten zu fallen. Pool Party Lulu, jetzt habe ich sie zweimal. Yay! Ich rechne wieder mit Silber. Das heißt, wir müssen nicht zweimal spielen lassen. Alter Schwede, was ist denn heute los? Was ist heute los hier? Geile Sache! Geile Sache! Lulu Bot. Lol, legendäre. Splitter 1500. Boah, komm, ich hab zwei so eine Dinger jetzt. Schön. Ultimate Lux. Okay, Pool Party Lee Sin. Auch ganz nett. Muss ich auch mal gucken, ob ich den mal spiele und ein bisschen probiere. So, letzte Kiste jetzt. Letzte Kiste. What the fuck? Das waren ja 6 super geile Kisten. Ich hab den schon. Das heißt, den kann ich im Endeffekt gleich entzaubern. Kann mir vielleicht den Nunu holen. Beziehungsweise ich kann auch die Poolparty Lulu erstmal entzaubern oder tun wir sie verwirgeln. Pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen erstmal die Klinge. Wir nehmen den Lusche, den habe ich nämlich auch schon, die komische Akali. Und machen mal einen neuen Permaskin draus. Göttliche Soraka. Wuhu! Tolle Sache. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so der Knaller. Wir können auf jeden Fall Xerath, ah, den habe ich schon. Den Lulu Skin und ich glaube Syrah. Wir nehmen die Annie weg. Die brauche ich nicht. Major 6. Ah, nicht schlecht. Legacy Skin. Okay, cool. Also der Nunu-Bot ist natürlich geil. Aber wir heben uns die Punkte mal auf. Man weiß ja nicht, was man so kriegt. Pantheon ist auch ganz lustig. Könnte ich auch mal wieder ein bisschen spielen. Wir bleiben aber jetzt erstmal so ein bisschen der Renekton, Wulibär, Jinzhao, Shen, Maokai-Geschichte treu. Ich werde mich gleich nochmal ein bisschen mit den Patch Notes auseinandersetzen. Sie haben ja ein bisschen was gemacht, gerade mit Courage of the Colossus haben sie geändert. Ja, und dementsprechend muss ich da natürlich mal gucken. Der Wardskin ist natürlich auch cool. Keine Ahnung, ob ich den nehme. Was? 340 Punkte. Ich weiß nicht. Werden wir dann sehen. Werdet ihr sehen in einem der nächsten Spiele, ob ich den mir geholt habe oder nicht. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal treu der ganzen Geschichte. Weil wir wollen jetzt erstmal ein bisschen in die Ladder reinkommen und gucken, was passiert. Und ich gucke auch, dass ich mal vielleicht noch ein kleines neues Format bringe. Testlabor. Also Testlabor. Oder ich teste mal ein paar Champs halt, indem ich einfach mal Sachen spiele, die ich sonst noch gar nicht gespielt habe oder sehr selten spiele.
Bin gerade so ein bisschen mal dran gewesen an Rumble auf der Toplane, weil ich mal einen AP-Toplaner probieren wollte, um ein bisschen Ausgleich zu haben zu den ganzen AD-Sachen. Und da gibt es natürlich dann demnächst auch mal noch ein Video davon, wie ich mich da so schlage. Ja, sollte das mal gewesen sein. Ich freue mich jetzt. Gleich geht's los mit den Ranked Games und ich habe echt Bock. Also bleibt dabei, Leute. Viel Spaß beim Zuschauen und haut rein. Tschüss.